So, heute zeige ich mal, wie man mit der Arcor EasyBox 802, wie man da den begehrten NAT-Typ Open bekommt, insbesondere natürlich bei Modern Warfare 2. Und zwar, das geht relativ einfach. Also es ist hier die aktuelle Firmware-Version, die habe ich mal sogar jetzt im Januar erst nochmal runtergeladen. Das geht aber auch mit einer älteren, das ist jetzt nicht so tragisch. Hier ist jetzt die Firmware-Version 20.02.221. So, und wichtig ist natürlich erst einmal, dass man schaut bei Extras UPnP, dass da schon mal die UPnP, also die Universal Plug-and-Play-Funktion, dass die schon mal eingeschaltet ist mit allen vier Häkchen. Weil die ist nämlich standardmäßig ausgeschaltet und wenn ihr die aktiviert habt, das schon mal vorneweg, wenn ihr in der PS3 in den Netzwerkeinstellungen einen Verbindungstest macht, bekommt ihr dann schon mal automatisch statt dem NAT-Typ 3, der schlecht ist, kriegt ihr dann schon mal vorneweg den NAT-Typ 2, wenn das angeschaltet ist. Und ihr braucht vor allen Dingen auch später in dem Menü Daten, NAT und Port Mapping. Braucht da keine Einträge vorzunehmen, das wird nämlich automatisch jetzt gemacht. So wichtig ist hier bei Daten, Moment, bei Daten spezielle Anwendungen hier. Da müssen drei Einträge gemacht werden hier. Und zwar Trigger Port 80, dann Trigger Type UDP, Public Port 80, hinten Public Typ 8, ja, Public Typ natürlich auch UDP und aktiviert. Also nochmal kurz 80 UDP, 80 UDP und Haken. So, und dann in der zweiten Zeile 3074 UDP, 3074 UDP, Haken. Und in der dritten Zeile 3074 TCP, 3074 TCP, Haken. Die Einträge da unten, da bin ich momentan ein bisschen am Experimentieren, haben aber jetzt für Modern Warfare 2 überhaupt nichts zu tun. So, und wenn das dann gemacht wurde, einfach auf Übernehmen natürlich, hier unten. Das ist auch immer wichtig, immer, wenn Einstellungen geändert wurden, auf Übernehmen klicken. So, und wenn das gemacht wurde, also dieses UPnP aktiviert und diese drei Einträge gemacht wurden, dann habt ihr automatisch NAT-Typ Open, das zeige ich jetzt mal gleich. Moment. Also hier kann man es deutlich erkennen. NAT-Typ ist eindeutig auf Open. So. Allerdings ist noch was zu beachten und zwar bei Extras, nee, Entschuldigung, bei Daten Firewall, also im gleichen Menü hier, Daten Firewall. Da gibt es hier noch verschiedene Untermenüpunkte, zum Beispiel Intrusion und Detection. So, hier soll man laut Hotline lediglich den ersten Haken rausnehmen. Die anderen könnte man drin lassen. Also bei SPI und Anti-DOS-Firewall Protection soll man den Haken rausnehmen. Bei den anderen soll man ihn drin lassen oder drin lassen können. Ebenso wie bei der Moment, wenn ich jetzt nochmal in das Hauptmenü gehe, Firewall, Einschalten der Firewall-Funktion, soll man angeblich auch anlassen können. Also bei mir ist es jetzt so gewesen, trotz NAT-Typ oben konnte ich von einem Buddy die Einladung nicht annehmen. Also da kam eine Fehlermeldung, obwohl ich mittlerweile auf Open gestanden bin. Hier kann man halt nur raten, probiert es aus. Wenn ihr Probleme habt, Einladungen anzunehmen von einem Freund, müsst ihr halt einfach ausschalten, dann geht es halt nicht anders. Also ich habe es jetzt komplett ausgeschaltet und habe auch in Intrusion und Detection habe ich auch alles rausgemacht, weil ich meine, ich habe beim PC die normale Firewall eh aktiviert. Das ist natürlich auch wichtig, bevor ihr die ausschaltet, guckt bitte bei Start, Systemsteuerung und Sicherheitscenter. Ich meine, Windows hat eh eine eigene Firewall, ob die aktiv ist. Ne? Also hier Firewall aktiv, das reicht ja vollkommen aus. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig,
vorher gucken, weil wenn die inaktiv ist bei Windows, dann hagelt es natürlich Viren. Also die ist in meinem Fall natürlich an, und für die PS3 ist meiner Meinung nach eh keine Firewall zu, braucht man die eh nicht. Bis vor kurzem habe ich eh noch mit dem DSL-Modem gespielt mit der PS3 und das hat auch geklappt. Also eine Firewall braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt für die PS3, macht eher Probleme. Also die dann bei Problemen am besten komplett ausschalten. Und was natürlich wichtig ist, wenn ihr da die Firewall ausgeschaltet habt später, müsst ihr natürlich nochmal neu verbinden klicken und gegebenenfalls die PS3 nochmal neu booten. Ja, also das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann. Werde natürlich auch nochmal kurz einen Screenshot machen von den drei Ports, die man da freischalten muss. Und dann kann man nur sagen, viel Spaß beim Spielen.